Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir sehen hier unseren Balder zusammen mit seinem Sohn Erlend in den gerade eroberten Gebieten, dem Jarltum von Jylland. Ja, einem, wer weiß, aber vielleicht, wahrscheinlich, wie auch immer, wir werden es sehen. Letzten großen Krieg, ein Religionskrieg, den unser Balder geführt hat, der. Ja, am Ende des Tages irgendwie leichter vonstatten ging, als wir vermutet hatten, als Balder vielleicht auch gedacht hatte, ja, mit den Jomsvikingern an seiner Seite und seinem Verbündeten ging das dann am Ende doch relativ schnell. Der katholische Kriegerorden, die Deutschritter, die wieder gerufen worden sind, konnten geschlagen werden. Und dann war das nach einigen Eroberungen und Belagerungen doch überraschend schnell beendet, das Ganze. Ja, und jetzt schauen wir zusammen mit Balder auf Erlend, denn ja, Erlend wird jetzt eine nicht unerhebliche, ja, Rolle spielen, denn unser Balder hat beschlossen, es wird Zeit. Ich meine, Erlend ist mittlerweile auch schon 46, aber trotzdem bisher. Er hat irgendwann, als seine Mutter starb, hier die Grafschaft von Skara geerbt, aber er ist ein Verhand ein was wollte ich sagen? Ein absolut toller, nein, das wollte ich nicht sagen. Während ich es gesagt habe, habe ich jetzt das Wort verloren. Ein absolut, benutzen wir das hier, ausgezeichneter Verwalter und hat aber im Grunde nur drei Grafschaften, ist nur sozusagen Graf, hat auch keinen höher gestellten Titel und ja, aus zweierlei Gründen wird jetzt unser Balder hier Erlend mehr Verantwortung übergeben. Zum einen, weil er eben so ein guter Verwalter ist und hier ja, diese Eingliederung von Jylland ins Reich eine herausfordernde Aufgabe sein wird, denn das ist komplett katholisch geprägt. Da gibt es jede Menge zu tun. Und dann wird er in der, ja, oder mit dem Zuge hier auch dafür sorgen wollen, dass Erlend stärker wird und endlich zumindest schon mal Jarl oder Herzog wird. Genau, und dementsprechend wird unser Balder dann handeln. Wir können hier erstmal diesen Titel nicht übernehmen. Ach, weil er sich noch im Krieg befindet. Okay, da müssen wir mal kurz schauen. Dieser blöde Krieg gegen Wise ist noch weiterhin aktiv. Okay, dann können wir das noch nicht tun, aber dann kann unser Balder zumindest schon einmal. Und das ist dann im Grunde nur noch die logische Konsequenz oder das Herzogtum von Jylland ist dann nur noch der abschließende Schritt. Hier seinem Sohn Titel vergeben. Und zwar wird er hier sehr, sehr großzügig sein und komplett Jylland einmal die Grafschaft von Aalborg, von Aarhus, von Viborg und auch von Ringköbing an seinen Sohn übergeben. Er kann das alles verwalten. Er hat eine Domänenschwelle von 9, weil er so ein hervorragender Verwalter ist. Und unser Balder ist damit wieder in seiner Domänenschwelle drin. Und sein Sohn, der ja schließlich auch sein Erbe antreten wird, und auch das ist Balder wichtig, hier einen gestärkten Erben zu hinterlassen, ja, ihm wird damit ganz eindeutig der Rücken gestärkt. Ja, und ganz nebenbei gewinnt er 160 Meinungen von uns für 50 Jahre. Das ist doch auch eine feine Sache. Gut, also werden wir hier den Titel vergeben. Oder die Titel, besser gesagt. Bums, so, damit ist jetzt Erlend hier um einiges stärker. Ich bin mich gerade verwundert, warum sind es nur 7? Ach, weil es 4 waren, nicht 6. Ja, logisch, sorry. Ja, ist schon richtig. 3 plus 4 ist 7. Apropos 50 Jahre lang. Eine Sache, die ich euch nochmal kurz zeigen will. Ah, ich hoffe, er ist nicht mittlerweile gestorben, aber es gab hier. Ah, schade. Ich glaube, sie ist neu. Ja, sie ist erst 30. Es gab hier, ich hatte mir das in Vorbereitung auf eine Folge mal angeschaut, es gab hier einen Bürgermeister, der 91 Jahre alt war. Und das wollte ich euch mal zeigen für die damalige Zeit. Ein absolut unglaubliches Alter, denke ich mal. So, die Jomsvikinger wurden entlassen und es gibt einen Bauernaufstand gegen unseren Freund.
So, jetzt hier jede Menge. Also, der Kriegerorden wurde entlassen. Der Bauernaufstand gegen unseren Freund. Naja, 1800 Bauern, das ist nicht ohne. Und entsprechend hat er gleich. Also, er heißt mittlerweile Herzog Gudeik Lacht nicht. Er hat diesen Beinamen Lacht nicht bekommen. Das ist ja auch schön. Ignorierte Ärgernisse. Aber es ist auch ein sehr netter Beiname. Herzog Lacht nicht von Uppland. Also, er hat die Jomsvikinger mit reingeholt gegen die Bauern tatsächlich. Das ist auch interessant. Naja. Und hier ist der nächste Krieg verloren gegangen. Das Herzogtum Girmocker. Ja. Damit schweben auch hier weitere Besitztümer verloren. Ja, und eine Sache, die jetzt vielleicht auch mal wieder ansteht. Ich meine, unser Balder ist eine Frohnatur. Es hat einen erfolgreichen Religionskrieg gegen Katholiken gegeben. Außerdem ist er immer noch unersättlich und ein kleiner Fressack. Also, ich glaube, jetzt hier mal wieder ein Festmahl zu veranstalten, das ist doch eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Ja, und es beginnt ein geselliges Beisammensein. Alle sind in der großen Halle versammelt. Ja, und das ist ja auch immer ganz spannend. Wir gucken uns das mal an. Humlauk, unsere Schwester, ist da. Herzogin Birgitta. Eine Halbschwester von uns. Unser Sohn. Prinzessin Gyrith, unsere Tochter. Herzog Rolf. Sölve, unser anderer Sohn. Herzog Skjalg, unser Halbbruder. Bürgermeister Swanhild, die neue Bürgermeisterin, unsere Frau. Prinzessin Christina, Herzog Björn und Karin, jede Menge. Abgelehnt hat nur Herzog Njulgu und hier so ein anderer Bürgermeister. Ja, bei ihm sieht es doch eigentlich auch ganz gut aus. Gut und ruhig. Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns hier das Festmahl bringt. Die Eintopfflut. Betrunken stolpert Bürgermeister Swanhild in den gewaltigen Kessel, der mitten in der Festhalle über dem Feuer hing, und die leckere Brühe ergoss sich in einer wahren Eintopfflut über den Boden. Der nichtsahnende Herzog Skjalg saß neben dem Kessel und wurde von der Flut erfasst und fluchte laut über sein ruiniertes Gewand, während ihm das Fett das Gesicht herunterrann. Die Gäste stürmten zur anderen Seite der Halle, als die zähe Masse ihre Tentakel zwischen weghüpfenden Füßen ausstreckte. Christine ergab sich ihrem unersättlichen Hunger und ließ sich zu Boden fallen, wo sie so viel von der fleischigen Masse in sich hineinstopfte, wie sie in die Finger bekam. Herzog Rolf stand das Grauen ins Gesicht geschrieben. Ach Gott, Christine, das ist unsere Tochter, oder? Ja, die das Unersättliche von uns geerbt hat. Naja. Verflucht sei dieses Chaos. 150 Prestige kostet uns das. Und so endet ein weiteres Festmahl. All meine Gäste gehen zufrieden nach Hause, während ich voller Stolz auf meinen Akt der Großzügigkeit zurückblicke. Hingegen durfte Bürgermeisterin Swanhild wohl mehr Schmach als Stolz darüber empfinden, dass sie den Kessel umgestoßen hat. Es wird nicht billig, das wieder sauber zu machen. Jetzt kostet uns das auch noch Geld. Naja. So, hier sind jetzt die Bauern am Belagern. Sind ja doch einige Kriege. Genau, hier ist der Krieg von unserem Sohn um hier oben Nordmark, was tatsächlich recht gut aussieht. Dann ist hier noch jemand am Belagern. Ach so, das ist jetzt wieder in Schweden. Hier stehen ein paar Armeen rum. Und das ist dieser Bauernaufstand. Und dann, wofür hat er jetzt die Jomsvikinger gebraucht? Sollen wir ihm da mal als Freund zur Seite stehen? Da wird unser Balder sich mal drum kümmern.
und wird mal ein paar seiner Männer schicken, seine starken Krieger hier, um dem Ganzen ein schnelles Ende zu setzen. So, Oberbürgermeisterin Javis hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Graf. Ja, schade, schade. Ja, das war irgendwie, genau, das war dieser Krieg hier oben. Graf Akmiella von Budin hatte hier den Krieg um Epite irgendwie begonnen. Ja, war aber irgendwie von den Mannen her total unterlegen. Und jetzt ist dieser Krieg leider verloren. Wobei er. Ist ja Okunuskoisch. Was macht denn da unser Sohn da? Hat er die nicht im Griff oder wie? Was soweit ganz schön ist, wenn man mal sieht, also neugeborene Kinder haben alle wieder Haare. Also dieser, naja, ich würde es tatsächlich mal Bug nennen, mit diesen, mit den vielen Glatzköpfen, das scheint sich dann über die Zeit wieder zu relativieren. So, wir kämpfen hier gegen die Bauern. Und damit ist der Krieg zu Ende. Es können alle aufgelöst werden. Oh, und hier ist noch eine kleine Grima im Gefängnis. Da werden wir die Bekehrung verlangen und sie freilassen. Und er ist ein. Oh. Ein kühner Planer. Auch ein interessanter Gefangener. Geld bringt er nicht ein, ne? Dann kann er doch vielleicht. Genau, das wird er alles annehmen. Und warum nicht? Dann werden wir ihn hier mal zu uns an den Hof holen. Denn er ist ja nicht ganz unfähig. Und dann ist hier noch Torgeier. Dieser Ungläubige. Tja. Der auch noch dafür verantwortlich ist, dass unser Balder sein Bein verloren hat. So, einer nimmt das an. Und ist damit bei uns am Hof. Die kleine Grima darf auch gehen. Und damit ist das Gefängnis soweit wieder gesäubert. Hey. Das ist sehr interessant. Ein weiterer. Ei, ein weiterer, aber altasatruischer Kriegerorden. Und zwar die Getreuen Tyrs. Nach Jahren der Anstrengung hat Graf Adalgar, ein altasatruischer Fanatiker, endlich eine ausreichend große Anhängerschaft um sich geschart, um seinen Traum wahr werden zu lassen. In der neu errichteten Festung von Jomsberg versammelte er eine neue Gemeinschaft von Kriegern, um seinen Glauben zu verteidigen. Jomswikinger sind geboren. Nein, so heißen unsere schon. Das sind die getreuen Tyrs. Die Gruppe nimmt für sich in Anspruch, die alten Wege durchsetzen zu wollen und wird zu diesem Zweck gegen Abramiten Fürsprecher eines Wandels und rivalisierende Heiden gleichermaßen vorgehen und dabei im gesamten Ostseeraum blutige Schneisen schlagen. Eieiei. Graf von Kolberg, ein Monsieur. Wo sitzt er denn hier? Ha. Altasatruisch. Gründete Kriegerorden. Von Verführungsversuchen ermutigt. Tja. Ach, und er ist sogar auch jemand, der Ansprüche auf das Königreich und das Kaiserreich Schweden hat. Ja, Skjalg hat seine Aufgabe für mehr Kontrolle beendet. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass unser Balder hier seinem Sohn mit unter die Arme greifen will. Und hier 3 Monate, hier 3 Jahre. Ist er hier in Viborg schon dabei, sein Sohn? Dann unterstützen wir mal hier und werden hier mit unterstützen, die Kontrolle zu erhöhen. Ja, er muss noch 3 Jahre lang bekehren. Hier oben in Helsingland ist er unterwegs.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder eine Frage, eine interessante Fragestellung. Wie geht er jetzt hier mit diesem altasatruischen Fanatiker um, der auch noch Ansprüche auf das Königreich Schweden hat? Ich meine, er hat hier nur diese kleine Grafschaft, hat aber diesen Kriegerorden gegründet, ja, auf den wir selbstverständlich keinen Zugriff haben, sondern auf den haben jetzt nur altasatruische Zugriff. Tja. Ah, oh, und jetzt ist Thorgeier. Ei. Ja, jetzt wird's aber spannend. Jetzt wird's spannend. Thorgeier ist gestorben und Graf Adalger muss wohl auch erst einmal warten. Ja, denn es gibt hier von wem? Oh, Jarl Ivar Fasteson, der Katholik, fordert unseren Balder heraus zu einem Gerichtskampf. Wir hoffen wir, dass es kein Krampf wird. Oi, unser gebrechlicher Balder nur noch mit nur noch mit einer Fertigkeit von 4 vom persönlichen Kampfgeschick. An den grüblerischen König Balder, Wildsau, eure Verbrechen gegen mich sind verabscheuungswürdig. Stellt euch mir im Zweikampf und lasst uns so über unseren Zwist richten. Oh, bei Annahme. Falls er siegreich ist, bezahlen wir 300 an ihn. Falls König Balder siegreich ist, halten wir 60 Anspannung. Was soll das? Bei Ablehnung setzen wir 150 Prestige ein. Tja, ja, ich meine, unser Balder ist gebrechlich, aber trotzdem, ich glaube, so eine Schmach, so eine Herausforderung kann er nicht auf sich sitzen lassen. Und er wird das hier annehmen. Zweikampf mit Jarl Ivar. Jarl Ivar und ich schleichen umeinander, wobei jeder seine Möglichkeiten abwägt. Er hält seinen furchteinflößenden Streitkolben, während ich meinen eigenen Hammer fest in der Hand halte. Die tödliche Waffe fühlt sich kühl und schwer in meinem Griff an. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigte meine Nerven nicht im geringsten. Einigkeit über Ehre, Abschaum. Also. Wir können starten mit einem eifrigen Anstürmen. Wir stürmen wild um uns schlagend vor. Hoher Anstieg unserer Erfolgswahrscheinlichkeit und ein sehr hoher Anstieg unseres eigenen Verletzungsrisikos passt aber, weil wir ungeduldig sind. Oder wollen wir mal sehen, wie es euch gefällt, wenn ich euch eins überbrate? Ein Kopfstoß. Wir versuchen, die Abwehr von Ivar zu unterlaufen, indem wir ihnen einen Kopfstoß ins Gesicht geben. Mittlerer Anstieg unserer Erfolgswahrscheinlichkeit, aber hoher Anstieg unseres Verletzungsrisikos. Oder törichtes Geschöpf, nimm das. Nach einer Finte nach links mit eurer Hauptwaffe stecht ihr links nach links, steckt ihr links mit einem Dolch in eurer Hand zu. Wir erhalten 5 Jahre lang ein Messer bei der Hand, Ränkespiel +4 oder und haben hoher Anstieg der Erfolgswahrscheinlichkeit und mittlerer Anstieg des Verletzungsrisikos. Ach! Ich wollte noch gar nicht klicken. Aber trotzdem, ich finde, es passte ganz gut. Ungeduldig, wie unser Balder ist hier auf seinen Gegner wütend zuzustürmen. Ich habe einen Hammer sowie einen Feind und ich bin entschlossen, die beiden miteinander bekannt zu machen. Ganz gleich, ob nun wilde Schwünge, Treffer mit der Rückhand oder gefürchtete Schläge mit dem Knauf meiner Waffe, ich gebe alles, um Ivar zu verdreschen. Ivar verschwendet keine Zeit und begegnet mir mit einer heftigen Reihe von mächtigen Schlägen, die mich Schritt für Schritt zurückdrängen. Meine Form lässt rasch nach und bietet zahlreiche Lücken, die sich ausnutzen lassen, und die Haltung von Ivar ist formidabel. Mein Gegenüber wehrt meine Attacken nach wie vor gut ab, doch es wirkt wie kurz vor dem Scheitern. Also, wir können jetzt nochmal
nochmal wieder auf ihn zustürmen. Wir können ihm einen überbraten oder wir können jetzt das Messer nutzen, weil wir Jäger sind. Mensch, fixier dich doch mal. Ich will das sehen. Irgendwie funktioniert das gerade hier nicht mit dem Einfrieren des Tooltips. Ist geschehen. Ah, jetzt steht das da nicht so wirklich, was geschehen ist. Aber ich denke, nach diesem Ansturm ist es doch vielleicht jetzt an der Zeit, etwas trickreicher auch zu agieren. Also, törichtes Geschöpf, nehmt das. Oh, aber es sieht nicht gut aus. Mein Gegenüber durchschaut meine Finte, was den Begleitstiche sinnlos macht. Ivar trifft mich mit einem mächtigen Schlag seines, was hatte er? Streitkolbens, gefolgt von einem kräftigen Tritt gegen meine Brust, der mich ins Wanken bringt. Ich gebe mein Bestes, doch mein Gegenüber kontert geradewegs mit einer Parade. Und es dauert nicht lange, ehe ich betäubt und keuchend am Boden liege. Obwohl ich noch immer meinen Hammer in der Hand halte, Ivars Streitkolben ist bereit, meinen Schädel zu zertrümmern. Jetzt können wir aufgeben. Oder ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem ihr König Baldar besiegt habt. Tja, ich denke, das werden wir ihm auf jeden Fall noch entgegenrufen. Ach, und damit hat unser Balder diesen Gerichtskampf verloren. Die Götter waren mir gestern nicht hold. Die Schnitte und Schürfwunden, die meinen ganzen Körper übersehen, legen Zeugnis darüber ab. Jede von ihnen war ein Geschenk, das mir der Streitkolben von Ivar machte. Ich habe Glück, noch am Leben zu sein. Als Ivar sich seinen Silber nahm, bestand er darauf, jede Münze einzeln abzuzählen. Er zwang uns dabei zuzusehen, während er sich an der Zerknirschtheit meines Gefolges ergötzte. Der Sieg ging an eine törichte Bettlerseele. Bah, es gibt keine Gerechtigkeit. Ja, und damit mussten wir über 300 Gold an Ivar bezahlen, weil wir hier diesen Gerichtskampf verloren haben. Och Mensch, aber die Eigenschaft verwundet haben wir direkt verloren. Unsere Königin und unsere Frau ist jetzt tatsächlich auch direkt angesehene Ärztin und hat sich direkt wunderbar um unseren Balder gekümmert. Und ein neues Kind ist geboren, eine Tochter von uns. Ja, sie bekommt selbstverständlich einen guten asatruischen Namen. Fordis. Fordis finde ich ganz schön. Ja, mögest du stark und weise werden, Fordis. Ja, und damit hat natürlich unser Balder hier einen absoluten Rivalen. Und es gibt ja sogar, wir können den Rivalen zum Kampf herausfordern oder der Gerichtskampf. Ja, das haben wir eben erfahren, das können wir nicht machen. Den Krieg können wir ihm nicht erklären wegen der, ja, wegen des Waffenstillstandes. Und ein Mordkomplott ist auch nicht sonderlich wahrscheinlich und ist vielleicht auch nicht Baldas Art. Das wäre doch eher etwas feige. Und es geht aber zunächst um eine helfende Hand. Trotz aller Autorität, die ich angeblich als König ausübe, kann ich nicht überall in meinem Reich gleichzeitig sein. Es wird immer solche geben, die vergessen, meine Befehle zu verfolgen, sobald meine Aufmerksamkeit anderen Dingen gewidmet ist. Hier könnte mein Vasall Graf Paul mir helfen, der treu meine Erlasse innerhalb seiner Domäne durchsetzt. Könnte er als meine rechte Hand dienen und eine aktivere Rolle in der Verwaltung meines Reiches einnehmen? Ja, jetzt können wir entscheiden. Graf Paul, oh, der auch schon 72 ist. Ja, er wird mir gute Dienste erweisen, wobei er nicht allzu gut auf uns zu sprechen ist. Wegen der vielen Angriffskriege auch, die wir geführt haben. Oder wir können unseren Halbbruder Herzog Skjalg beauftragen, oder ich werde mit allem selbst fertig, wenn ich mich nur mehr anstrenge. Nein, ich denke, Graf Paul, der
Ja, lange hier jetzt in Hordaland schon als Graf unterwegs ist und, ich sag mal, nie negativ aufgefallen ist, der benannt worden ist, weil er ein gestandener Krieger war. Ja, warum nicht? Soll er uns doch gute Dienste leisten und die rechte Hand von Balder werden. Ja, und unsere Frau hat nochmal architektonische Expertise erhalten. Und es meldet sich noch einmal Herzogin Birgitta. Seid gegrüßt, mein aufmerksamer Lehnsherr. Ich biete eurem Ratskanzler Herzog Njulgu bereits seit einigen Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlicht eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ich achte mich als gesegnet, derart dankbare Diener zu besitzen. Ja, sehr gut. Und damit hat sich da auch die Meinung erhöht. Ja, eine Sache, die unser Balder vielleicht noch machen kann hier in seinem Rat. Njulgu, genau, kümmert sich nämlich die ganze Zeit um heimische Angelegenheiten und vielleicht wäre es mal die Möglichkeit, sich hier um fremde Angelegenheiten zu kümmern und vielleicht ein paar Waffenstillstände zu verkürzen, denn da gibt es ja durchaus noch Ziele, die unser Balder hat, nämlich in Bezug auf Schweden. Aber mit Schweden gibt es kein Waffenstillstand mehr. Oh. Oh, sind 5 Jahre schon wieder um? Ging das so schnell? Trotzdem, es geht ja um den Waffenstillstand hier dann eben mit Jarl Ivar. Ja, und kein Waffenstillstand mit Schweden mehr. Das eröffnet unserem Balder natürlich auch gleich wieder weitere Möglichkeiten. Denn das Ziel hat er auch noch nicht abgehakt, auch wenn er immer betagter wird. Ja, das, was einfach als König von Schweden ihm zusteht, auch entsprechend an sich zu reißen. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin macht's gut, euer Henri.